aus Gallin, ist ein eingefleischter Mecklenburger und Stammzuschauer unserer Sendung. Das sollte mal erwähnt werden, aber vor allem wollen wir natürlich seine Frage klären. Wie kann man als durchschnittlich gebildeter Mitteleuropäer ohne größeren Aufwand eine Kokosnuss öffnen? Hallo? Hallo. Sie kommen woher? Aus Ghana. Aus Ghana. Ja. Aus Afrika. Ja, genau, Westafrika. Essen Sie oft mal eine Kokosnuss? Oder? Ja. Auch hier, also wenn Sie in Deutschland sind? Naja, nicht unbedingt, weil also, wenn die hier sind, dann sind die etwas zu alt, also für mich, ja. Die Leute hier zu Lande haben große Probleme, wie man so eine Kokosnuss öffnet. Ohne Bohrmaschine, ohne Säge. Also zu Hause in der Küche, wo man nur Messer und Gabel hat. Ja. Können Sie einen Tipp geben, wie man es machen kann? Es ist schwer. Man braucht einen spitzen Gegenstand. Mhm. Um hier, es gibt drei also Löcher. Immer das hier ist etwas weicher. Das zuerst? Ja. Das ist ja interessant, ja? Davon habe ich auch schon gehört. Gegenstand. Spitzer Gegenstand. Das hier ist handlicher, aber zu Hause in der Küche kann man auch nicht. Schraubenzieher. Ja, Schraubenzieher oder Bohrmaschine kann man auch. Und jetzt kann man, müsste man vielleicht noch eins aufmachen, dass es besser fließt? Naja, es ist ja auch jetzt groß genug. Also, Ach so, ja. Mit dem Strohhalm rein, dann kann man also saugen. Diese Kokos sind einfach zu schlagen, weil es eigentlich nur plus die Schale. Da braucht man nur plus zusammenkloppen und die gehen auseinander. Soll ich Ihnen das vor? Mhm. Also, ja, unser Fragesteller ist interessiert, der will also die Milch haben und das Fleisch. Der hat Wasser, die Leute hier auf Deutsch Milch nennen. Und das hat auch mal so eine Nüsse drin. Also, also jetzt geht's los. Soll ich mal probieren? Ja, bitte. Ja. Schon ist passiert. Und jetzt mit der Spitze macht man hier raus. Und da kann man dann mit Strohhalm raustrinken erstmal. Naja, das kann man aber zu Hause in der Küche nicht machen. Nee, weil wachsen auch keine Kokosnüsse in der Küche. Naja, meistens geht man draußen und dann holt man runter und so das rein. Manche können so trinken, also manche mit Strohhalm. Die Freiluftvariante. Freiluftvariante. Ich bin hier, weil ich meinen Kollegen Eduardo so eine Koko-Verschwörung sozusagen. Also bei uns in Lateinamerika werden Kokosnüsse halt, weil die Natur schenkt uns was und die sind für uns halt was Heiliges, ne? Und da bedanken Sie sich und bei der Natur? Da bedanken wir uns bei allen Heiligen, die... Sie wollen sich jetzt bedanken? Ja, sozusagen. Ich habe aufmerksam zugeschaut und auch zugehört. Ich glaube, Ihre Variante, die südamerikanische, das ist die beste. Da braucht man keine große Technik. Nein. Man benötigt aber zwei Kokosnüsse. Oder einen Stein. Oder einen Stein. Oder einen Stein. Das geht ein auch Stein, eine Kokosnuss. Ja, und ein bisschen Salz. Und das haben wir, die Südamerikaner, gemacht. Also, jetzt Zugabe, bitte. Ja, dann machen wir mal. Bravo, bravo. Muss man da eine bestimmte Stelle anschlagen? Oder? Ja, genau, weil das sind müssen wir üben? Nee, das sind drei Augen. Der Koko ist ausgeteilt in drei. Ah. Das sind die sogenannten Venen. Ne? Mhm. Und dann muss man dann was? Such mal dieses, weil eine schaut nach außen und der ist weich. Aha. Die schauen nach innen, die sind fest. Und die Weichen muss man aneinander schlagen, oder? Ja, genau, da haut man rein und dann geht ganz schnell auf. Das ist ein kleiner Trick. Ganz toll. Das können wir weitergeben. Na, bitte. Schönen Dank. Okay, danke auch.
Und nun zum Anliegen von Frau Klo. Wo immer sie auftritt.